Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich begrüßen darf, dem Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke Mission Österreich und dem Professor für Dogmatik an der Hochschule des Stiftes Heiligenkreuz. Pater Karl, in dieser Sendung würde ich gerne mit dir reden über das katholische Eheverständnis. Gott sei Dank bist du als Professor hier dabei, als Experte für Sakramententheologie. Ich würde aber gerne drei Gedanken vorausschicken. Zwei aus dem nachsynodalen Schreiben Amoris Laetitia von Papst Franziskus von 2016. Da sagt er auf der einen Seite, ein Hirte der Kirche darf nicht darauf verzichten, das vollkommene Ideal der Ehe, den Plan Gottes, in seiner Größe vorzulegen. Also wir haben die Aufgabe auch, die Wahrheit der Ehe hier darzulegen. Nach katholischem Eheverständnis. Das ist ja unsere Aufgabe. Auf der anderen Seite kommt Papst Franziskus in dem Schreiben auf irreguläre Situationen zu sprechen. Das sind praktisch Paare, die so zusammenleben, Paare, die nur zivil verheiratet sind, aber nicht kirchlich, Leute, die geschieden sind oder Leute, die geschieden und wieder verheiratet sind. Und da sagt er, ein Hirte darf sich nicht damit zufrieden geben, gegenüber denen, die in irregulären Situationen leben, nur moralische Gesetze anzuwenden, als seien es Felsblöcke, die man auf das Leben von Menschen wirft. Das ist der Fall der verschlossenen Herzen, die sich sogar hinter der Lehre der Kirche zu verstecken pflegen. Und den dritten Gedanken, den ich vorausschicken möchte, ist ein Wort Jesu aus Johannes 8,7, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Ersten den Stein. Pater Karl, dann komme ich zu einer ersten Zuschrift. Du kannst jetzt nachher alles noch aufgreifen. Wir haben ja eine halbe Stunde Zeit in dieser Sendung. Da geht es gleich um irreguläre Situationen, allerdings im Alten Testament, die da genannt werden. Ich zeige sie kurz auf. Da ist auf der einen Seite die Rede vom König David. Da weiß man, er ist in Begierde entbrannt gegenüber der Frau des Hethiters Uriah. Bathseba hat dann mit ihr Ehebruch begangen. Dann ist in der Bibel auch die Rede vom König Salomon. Da heißt es, er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen. Das steht in 1 Könige 11,3. Es wird dann auch noch Bezug genommen auf Sarai, die von Abraham keine Kinder bekommen konnte und dann ihren Mann Abraham zur Frau Hagar geschickt hat. Und da ist dann dieser Sohn Ismael gezeugt worden. Und so kommen wir zu einer ersten Zuschrift. Sehr geehrter Herr Pater Wallner, ich schreibe Ihnen zur Sendung Stunde der Seelsorge. Es geht um die Frage der Ehe. Ich verstehe den Zusammenhang nicht zwischen den verschiedenen Formen der Beziehungen, die im Alten Testament dargestellt sind. Abraham und Hagar, David, Salomo und andere. Ich habe gerade die Beispiele da erläutert zu Beginn dieser Zuschrift. Also, ich verstehe den Zusammenhang nicht zwischen den verschiedenen Formen der Beziehungen, die im Alten Testament dargestellt sind, und der Lehre der Kirche. Sehen die Juden die Beziehungen in ihrer Bibel genauso als irregulär an wie die Kirche? Wissen Sie dazu etwas? Ich grüße Sie und Herrn Pfarrer Rimmel, alles Gute, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist sehr leicht einzuordnen. Das Alte Testament schildert die Verwundung durch die Sünde, die dem Menschen passiert, die ihn wegbringt vom Ursprünglichen, das Gott getan und gewollt hat in der Zweigeschlechtlichkeit. Also es beginnt damit, dass uns in Genesis 1,26 gesagt wird, dass Gott den Menschen schafft nach seinem Bild ihm ähnlich. Hier stehen zwei hebräische Ausdrücke, das ist Selem und Demut, also Bild und Gleichnis, Bild und Ähnlichkeit, Imago und Similitude im Lateinischen. Und dann lesen wir, dass der Mensch verwundet wird durch die Erbsünde. Dieses Bild Gottes, der selbst eben jetzt Liebe ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist, prägt sich in Mann und Frau, die fruchtbar werden im Kind, aus und die beiden bilden eine Einheit. Das haben wir dann Genesis 2,24. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden ein Fleisch sein. Ja, das ist Genesis 2,24. Darunter verstehen wir die Einsetzung der Ehe, also Mann und Frau, ja,
trennen die Bindungen zu anderen und werden miteinander ein Basar, wie es im Griechischen, wie es im Hebräischen eben heißt. Und dann lesen wir im ganzen Alten Testament so grausliche, also die Geschichte der Erbsünde, die Geschichte der Verwundetheit, nicht? Also Salomo, 1000 Frauen, David begeht Ehebruch mit der Bathseba und so weiter und so fort. Wir haben Polygamie dort im Alten Testament und in Deuteronomium 24 erlaubt Mose sogar, Jesus wird dann sagen, wegen der Hartherzigkeit, die Scheidung. Er erlaubt eben jetzt, eine Frau wegzuschicken und wir wissen, zur Zeit Jesu gab es zwei Rabbinenschulen, Hillel und Schammai. Der eine hat gesagt, du kannst deine Frau schon wegschicken, wenn sie eine Warze hat, die im Alter wächst und dir nicht mehr gefällt. Also wir haben eine Situation, wo der ursprüngliche Schöpfungsplan Gottes, Mann und Frau, Einheit, Lebensgemeinschaft, Fruchtbarkeit im Kind, zerstört ist durch die Sünde. Das wird uns im Alten Testament so dramatisch geschildert, dass unser Ordensvater, der heilige Benedikt, in seiner Regel schreibt, bestimmte Bücher des Alten Testamentes sollen Mönche nicht vor dem Schlafengehen lesen. Ja? Also weil sie so ein bisschen Sex and Crime jetzt eben beinhalten. Ja? Das ist Altes Testament, Sex and Crime. Ja? Und sehr, sehr schlimme Sachen, die da teilweise geschildert werden aus heutiger Sicht. Was macht Jesus? Markus 9 und die anderen Parallelstellen, wo er über die Ehe spricht. Was ist euch gesagt worden? Ja, der Mann wird Vater und Mutter verlassen, sich an seine Frau binden. Die beiden werden ein Fleisch sein. Wegen eurer Hartherzigkeit hat Mose euch erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen. Und er zieht das zurück. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen, ist das Wort, das er hier hinzufügt. Ja? Also die Heiligkeit der Monogamie und der Beziehung wird durch Christus eingesetzt, verbal eben an diesen Stellen, Markus 9 habe ich schon genannt, aber eben auch dann durch seine Hingabe am Kreuz, Epheser 5, so wie er sich für seine Kirche weiblich hingibt. Deshalb ist diese Symbolik männlich-weiblich für uns auch ziemlich konstitutiv und wir können das nicht durch Gender-Gaga, ist eh alles gleich und so weiter, ersetzen eben jetzt, weil es nicht der Offenbarung entspricht. Also er gibt sich für seine Kirche hin und diese Hingabe ist irreversibel. Deshalb wird ein Ehebund auch im Zeichen des Kreuzes jetzt eben gesegnet. Das heißt, das Alte Testament schildert die erbsündliche Verwundetheit unserer Geschlechtlichkeit. Die bleibt natürlich auch. Ja, also dass das ein Bereich ist, wo wir dauernd herausgefordert sind, eben Sexualität, ja, Triebe, die sind einfach da, ja, und so weiter. Beziehungen brauchen immer auch eine Gnade, damit sie gelingen. Also das bleibt auch weiter. Wir sind weiter im erbsündlichen Bereich, auch wenn die durch die Taufe getilgt wird, bleibt doch eben jetzt dieser Zunder der Erbsünde. Deshalb ist das Thema Partnerschaft, Beziehung, Hingabe, Einehe, Monogamie, Aufopfern für den anderen, verzeihen können. Das ist ein großes Thema, das der Gnade jetzt eben bedarf und deshalb wird kirchlich geheiratet, damit das Ganze unter den Segen Gottes gestellt wird, weil das Sakrament spenden sich die eigentlich gegenseitig. Da braucht es gar keinen Priester dazu. Wir kommen nur dazu, der Pfarrer oder der Diakon, wer die Eheassistenz macht, damit der Segen Gottes dann gegeben wird auf diesen Bund, den die beiden eben jetzt, die getauft sind, miteinander schließen. Habe ich das jetzt richtig eingeordnet? Also Altes Testament, Verbundung durch die Erbsünde und Christus heilt, ja, und erhebt das Ganze zum Sakrament und er sagt also Schluss mit Polygamie und Scheidung und so weiter, sondern eben jetzt die ursprüngliche Würde, der Schöpfungsplan Gottes, Mann und Frau bilden eine unauflösliche Gemeinschaft zum Segen auch für die Kinder. Das ist der ursprüngliche Schöpfungsplan und den stellt er nicht nur wieder her, sondern er ermöglicht ihn eigentlich durch seine Gnade. Kommen wir nochmal auf das Eheverständnis im Alten Testament. Die 10 Gebote sind ja im Buch Deuteronomium und im Buch Exodus sozusagen uns überliefert. Und im Buch Exodus ist das Gebot, du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, auch in das Gebot nach dem Besitz des Nächsten zu verlangen, mit eingebunden. Und im Alten Testament war es ja auch so, dass die Frau in dieser Sicht Besitz des Mannes war. Deshalb war es genau. So, dass wenn ein Mann eine geschlechtliche Beziehung mit einer anderen Frau eingegangen ist, hat er keinen Ehebruch begangen, wohl aber die Frau, die gegen den Besitzstand verstoßen hat. Und erst allmählich hat sich ja auch im Alten Testament dann die Einehe herauskristallisiert. Kannst du das so bestätigen?
Naja, allmählich, also zur Zeit Jesu war die Scheidepraxis, das war gang und gäbe, nicht In nur der bis Jesu. Frühzeit Israels war es nicht so, aber zur Zeit Jesu stand schon. Ja, also da bin ich zu wenig im Alten Testament jetzt eben zu Hause, ob es da Entwicklungen gegeben hat, von den Texten her auf jeden Fall. Ja, also weil eben der Genesis-Text 1 ganz klar jetzt eben von der Monogamie spricht und Genesis 2,24 dann die Einsetzung der Ehe genau die Monogamie meint. Wir haben dann aber den Bruch, im dritten Kapitel wird uns die Erbsünde ja geschildert, anhand dieser Erzählung von Adam und Eva und so weiter. Dann kommt die Vertreibung aus dem Paradies und die Beziehung zwischen Mann und Frau steht praktisch unter diesem Fluch. Ja, du wirst nach ihm verlangen, er aber wird über dich herrschen. Er wird über dich herrschen. Und wir haben im Alten Testament tatsächlich viele Stellen, wo die Frau nach den Tieren als Besitz des Mannes aufgezählt wird. Und das war auch eine orientalische Hochzeit, war eine Übergabe jetzt eben der Braut, die Hochzeitsfeier, war eine Übergabe der Braut eben von der einen Familie in den Besitz eben jetzt des Mannes. Und der hat über sie geherrscht jetzt eben. Natürlich war dann, also es ist ja eben ja emotional immer was dabei auch, das war ganz klar. Aber eine Würde der Frau auch in dieser Beziehung war nicht. Also die Frauen sind da sehr stark unter die Räder gekommen. Und deshalb ist die Monogamie auch ein großer Schritt eben jetzt zur Aufwertung der Frau in diese Gleichwertigkeit, die Gott immer gewollt hat. Über Entwicklungen im Alten Testament eben kann ich nichts sagen. Aber Jesus ist da sehr, sehr, wie soll ich sagen, auch angelaufen damals, weil der Petrus antwortet, wie hat er die Monogamie verteidigt und wo er sagt, wer eine Frau, die aus der Ehe entlassen worden ist, heiratet, der begeht Ehebruch. Und der Petrus reagiert ganz fassungslos darauf. Ja? Also das ist für die, auch für die Apostel, das waren brave, treue Juden und so weiter, ist das ein Schock, was Jesus hier sagt. Und die Monogamie ist ja heute auch ein Schock, wo man Lebenspartnerschaften und Liebe kann denn Liebe Sünde sein. Und wenn man sich neu verliebt, ja, dann ist ja alles sanktioniert heute. Wir sind ja in einer Situation drinnen, wo das total in Frage gestellt wird, das christliche Eheverständnis der Monogamie, der treuen Hingabe und so weiter. Also wir haben ja hier null Partnerschaft irgendwo in der Welt draußen, sondern das läuft alles in die andere Richtung, nicht? In Wirklichkeit erleben wir dann wieder bei der Hochzeit, also wenn man Hochzeiten hält, dass die sehr wohl jetzt eben fürs ganze Leben miteinander und dieses große Commitment aneinander. Aber dann werden diese Ehen nicht gestützt, beziehungsweise man ist zu wenig leidensbereit, weil zur Liebe gehört immer auch das Leiden. Also Monogamie ist eine große, wie soll ich sagen, Errungenschaft des Christentums, beziehungsweise ein Geschenk Christi an die Welt, ja, also die Wiederherstellung des Schöpfungsplanes Gottes als Monogamie und unter seinem Segen ist sein großes Geschenk eigentlich, weil wenn man das auch erleben darf, wie alte Paare dann zusammengewachsen sind, wie sie in der Liebe gereift sind, ja, wie man dann ein Leben miteinander teilt, wie man auch, wenn man jetzt eben 80 Jahre alt ist, sich die Fotoalben aus den 70er Jahren anschauen kann, wo man miteinander gerade die ersten Kinder bekommt. Das ist einfach berührend. Also Gott hatte eine gute Idee. Durch die Erbsünde kommt eine Zerstörung, ja, dieses Schöpfungsplanes Gottes rein. Und was Christus tut, der Erlöser, ist, dass er die Heilung versucht, indem er sehr streng durch seine Worte darauf hinweist, dass wir für die Beziehung von Mann und Frau in Monogamie geschaffen sind und zugleich auch durch die Gnade des Ehesakramentes die Hilfe gibt jetzt in Guten und im Bösen, in Gesundheit und in Krankheit, diese Liebe zu leben. Ich möchte nochmal festhalten, was Jesus zum Thema Ehebruch sagt. Zum einen diese harten Worte, dass der Ehebruch bereits beim Begehren beginnt. Das ist ein starkes Wort. Und das andere ist, dass Jesus auch festhält, dass nicht nur die Frau die Ehe brechen kann, sondern auch der Mann. Du Genau. hast gerade die Bibelstelle zitiert, Markus 10, wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Und wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt, und einen anderen heirat, begeht sie Ehebruch. Jetzt eine Bibelstelle als Hinführung zur nächsten Zuschrift. Du bist auch schon auf dieses Thema gekommen. Ich bringe dir mal die Bibelstelle. 1 Matthäus 5, 31 bis 32. Ferner ist gesagt worden, wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus. Und wer eine Frau heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch. Und jetzt die Zuschrift.
Sehr geehrter Herr Pater Ballner und Herr Pfarrer Rimmel, bei der Diskussion über die Unauflöslichkeit der Ehe wird nicht auf die Zusatzbemerkung von Jesus eingegangen, es sei denn wegen Unzucht. Man kann doch annehmen, dass damit Fremdgehen gemeint ist, die häufigste Ursache von Scheidungen. Warum wird das übersehen? Für Ihre geschätzte Stellungnahme und Ihre sehr interessanten Sendungen möchte ich herzlich danken. Hochachtungsvolle Grüße, Punkt, Punkt, Punkt. Für diese Unzucht. Genau, Unzuchtsklausel, genau um das geht. Also zunächst einmal, lieber Thomas, ich habe nicht richtig zitiert, du hast dann korrekt gesagt, es ist Markus 10. Dort könnt ihr auch im ältesten Evangelium nachlesen, was Jesus dazu sagt eben, wer eine Frau, die aus der Ehe entlassen worden ist, heiratet, begeht Ehebruch. Und dann haben wir eben die Parallele dazu bei Matthäus, die du gerade vorgelesen hast. Und nur bei Matthäus gibt es zweimal diese Unzuchtsklauseln, wo es im Griechischen heißt, wenn ich es richtig jetzt eben sage, me epi porneia. Und dort kommt das Wort porneia vor. Wir alle wissen, was Pornografie ist und so weiter und haben das sofort im Hintergrund. Porneia heißt in der damaligen Sprache aber ungültige Ehe, beziehungsweise nicht ebenbürtige Ehe, beziehungsweise eine Verwandtenehe und so weiter und so fort. Für diese Unzuchtsklauseln gibt es verschiedene Interpretationen. Sie kann aber nicht so gemeint gewesen sein von Jesus, dass in dem Augenblick, wo einer von den beiden Ehebruch begeht, man die Freiheit hat zur Scheidung. Ja, das ist, man hat die Freiheit, auch im heutigen, man hat die Freiheit zur Trennung. Die Trennung ist aber keine Scheidung. Also eine Trennung ist auch im heutigen Kirchenrecht jetzt eben vorgesehen, dass die beiden eben beschließen, nicht in der Ehe gemeinsam zu leben, sondern unter Aufrechterhaltung des Ehebundes, ja, eben jetzt in einer ehelosen Weise eben jetzt als Einzelne zu leben. Also diese Unzuchtsklauseln sind nicht eine Freigabe dessen, dass ich eben sobald einer der Partner Ehebruch begangen habe, frei bin eben jetzt zur Scheidung, sondern sie haben eine andere Interpretation. Noch einmal, die plausibelste ist, dass es sich hier um eine illegitime Ehe handelt, eben unter Verwandten oder eben jetzt auch, es war das Problem auch, wenn man Heiden damals geheiratet hat, also nicht Getaufte, das stellte dann ein großes Problem für Paulus jetzt eben dar, wenn eben eine getaufte Frau einen ungetauften Mann heiratet und dann eben Nachteile hat. Also diese Porneia ist nicht das, was wir heute als Unzucht, als Ehebruch und so weiter übersetzen. Das ist meine Interpretation, wie ich sie in den biblischen Kommentaren immer gelesen habe. Und die Kirche hat darauf auch nicht reagiert. Wir haben allerdings also eine andere Interpretation in den Kirchen des Ostens, in der orthodoxen Kirche, wo es ja dann eben, wenn eine Ehe unheilbar zerrüttet ist, eine Form von grauer Wiederheirat gibt. Da wird die erste Ehe nicht angetastet, aber eben es gibt eine Form von Segnung. Das geht bis zu dreimal in der orthodoxen Kirche. Die katholische Kirche hat sich auf dem Konzil von Trient zurückgehalten, das jetzt eben zu kritisieren. Und man muss heute eben auch sagen, jetzt gerade mit Papst Franziskus ist es wieder sehr ins Bewusstsein gekommen, dass die Kirche ja hier ohnehin eine große Bandbreite an Toleranz jetzt eben hat für wie soll ich sagen, diese Irregularitäten. Also was du da von Papst Franziskus zitiert hast, man soll nicht auf Leute in irregulären Situationen mit Felsbrocken jetzt eben werfen, das ist für uns ein fremdes Wort. Ich bin jetzt eben seit 34 Jahren Priester. Bei uns wirft überhaupt niemand mit Felsbrocken. Vielleicht ist das der Kontext einer argentinisch-spanischen, wie soll ich sagen, klerikalen Kirche. Ja? Aber ich kenne keinen Pfarrer und also bei mir auf keinen Fall. Und ich bin ja doch treu katholisch und sicher nicht liberal, aber ich bin normal katholisch, würde ich sagen. Und man geht mit Leuten, die geschieden, wiederverheiratet sind, mit Jugendlichen, die zusammenleben und so weiter. Also wer geht denn verurteilend mit denen um? Ja, das ist ja auch doch eine spirituelle Herausforderung, muss ich auch sagen. Für uns, wir Priester sollen keusch leben, wir sollen ehelos leben, wir sollen ein heiliges Leben führen. Rundherum um uns tut sich alles Mögliche, ja, schert man sich überhaupt nicht um Gottes Gebote. Und wir sollen dann zu allen nett sein und wir sind es auch. Ja. Leute, wir sind es.
Ja, aber wir müssen trotzdem klar im Kopf bleiben, weil Zusammenleben vor der Ehe ist es nicht. Das zerstört die Fähigkeit dann zur Bindung und so weiter. Das nimmt die Dynamik der Hingabe weg. Wie soll ich sagen, verliebt sein, gleich den Hormonen nachgeben. Du bist verheiratet, aber da kommt eine, die ist ein bisschen netter zu dir, weil deine Frau, die kennst eh schon und so weiter. Und dann ist die so nett und ich bin jetzt so verliebt und so weiter. Und das legitimiert dann alles. Nein, das ist es nicht, ja. Also wir sehen in der Ehe eine große Gnade, die eben auch verbunden ist mit der Bereitschaft, das Kreuz von Unebenheiten in der Beziehung, Belastungen, Schmerzen eben, die durch, wie soll ich sagen, Veränderungen auch des anderen entstehen, weil sich der Charakter nicht entfernt. Wir wissen das, ja, aber wir wollen das Ideal, das sagt, hast du als erstes zitiert, wir wollen dieses Ideal hochhalten. Aber ich kann nur sagen, also da ist diese Aussage von Papst Franziskus, diese Mahnung, wir sollen nicht Felsbrocken auf die Leute werfen, also die findet hier eine Situation vor, wo niemand mit Felsbrocken jetzt eben wirft. Und also ich würde mich wirklich wundern, wenn es das irgendwo gäbe, dass jemand, wie soll ich sagen, verurteilt, ausgegrenzt, schief angeschaut wird vom Pfarrer, von kirchlichen Verantwortungsträgern, weil es in seiner Ehe Irregularitäten eben gibt. Für uns Katholiken ist die Ehe eine lebenslange Beziehung, bis dass der Tod die Ehepartner scheidet und sie ist ein Sakrament. Die Frage, bei der wir waren, wegen Unzucht kann es eine Scheidung geben. Mein Doktor, Vater Joachim Pieksa, Moraltheologe, hat es praktisch so erklärt wie du: In der Westkirche, der römisch-katholischen Kirche, ist es kein Grund zur Scheidung, wohl aber zur Trennung von Tisch und Bett, wie das formuliert wird. Das kann es sein, weil das Vertrauen zerstört wird. Ja, In der genau. Ostkirche, genauso wie du es erklärt hast, da wird Ehebruch als Todsünde so gesehen und kann eine Scheidung bewerkstelligen. Heute muss man sagen, ist immer mehr die Rede auch von der pastoralen Barmherzigkeit. Und nochmal zur Situation von uns Priestern. Es war hochinteressant, dein Wiener Kardinal Schönborn hat bei der Präsentation dieses nachsynodalen Schreibens Amoris Laetitia gesagt, dass er in Arbeitsgruppen war bei der Erarbeitung dieses Dokumentes und 2 der 13 Arbeitsgruppen hätten ihre Arbeit damit begonnen, dass alle Teilnehmer, also hauptsächlich Priester, Bischöfe, Kardinäle, zuerst einmal erzählt haben, wie ihre eigene Familiensituation ist. Dabei zeigte sich schnell, dass fast alle der Bischöfe oder der anderen Teilnehmer in ihrer eigenen Familie mit den Themen Sorgen und Irregularitäten konfrontiert sind, von denen wir in der Synode meist viel zu abstrakt gesprochen haben. Das möchte ich auch bringen als Hinführung zur nächsten Zuschrift. Sehr geehrter Pater Wallner, immer sehe ich Ihren KTV-Sender. Ich habe 3 Kinder, die schon erwachsen sind, und 3 Enkel. Alle sind katholisch-kirchlich verheiratet. Ich war mit einem Mann 20 Jahre verheiratet und seit 15 Jahren bin ich standesamtlich verheiratet. Ich bitte um Vergebung meiner Sünden. So schreibt uns diese Dame. Und ich habe das deshalb vorgetragen: Niemand auf Felsbrocken schmeißen. Wir wollen, Ja. wenn irgendwo die Ehe aus irgendwelchen Gründen gescheitert ist, niemand verurteilen. Wer sind wir? Um das geht's, Pater Karl. Schau, es ist ja das Problem, dass sich die Kommunion bei uns im Westen sehr anders entwickelt hat, als sie die ersten 1900 Jahre war. Die Heilige Kommunion ist am Anfang der Kirche, wo die Kirche eine kleine Gruppe war vor der konstantinischen Wende. Da haben sicher die meisten Gottesdienstteilnehmer die Heilige Kommunion empfangen. Wie die Kirche dann zur Massenkirche geworden ist, diese Praxis haben wir weiter in der Orthodoxie, ist man zweimal im Jahr zur Kommunion gegangen. Man ist brav am Sonntag in die Kirche gegangen, aber die Teilnahme an der Eucharistie, das sagen die Theologen immer, schon das Dabeisein, ist für mich übrigens auch ein Argument, warum ich sage, eine Fernsehmesse eben jetzt mitzufeiern, nicht bloß anzuschauen, sondern mitzufeiern,
ist besser, als gar nicht in die Kirche gehen. Ja, aber sie soll nicht den Gottesdienst ersetzen. Aber das Dabeisein bei der Heiligen Messe ist schon Kommunion, wenn ich mich geistig verbinde, weil auch eben jetzt das sakramentale Empfangen des Leibes Christi in Gestalt der Hostie hat einen geistigen Zweck. Das ist nicht für meinen Magen und für meinen Körper, sondern das ist für meine Seele. Und wenn ich das jetzt eben aus bestimmten Gründen nicht kann, dann, die Kirche hat aber immer gesagt, also die Eucharistie, der Hagia tois Hagiois, das Heilige den Heiligen. Ja, also dass das so ein Medikament ist, das ich jetzt eben nehme, obwohl ich in schwerer Sünde bin, das hat die Kirche in ihrer Tradition nie so gesehen. Sancta Sanctis, also die Heilige Kommunion, bedeutet, dass ich mich innerlich vorbereite und dass ich innerlich auch bereit und fähig bin, den Leib des Herrn zu empfangen. Und dadurch ist diese Situation bei uns entstanden, wie der Pius X. dann vor 110 Jahren die Kommunion freigegeben hat. Also man kann immer kommunizieren, Kinder können schon vor der Firmung kommunizieren und so weiter. Ist es zu einem Phänomen geworden, wo es funktioniert hat eine Zeit lang, wo die Gläubigkeit sehr stark war. Man ist beichten gegangen, dann hat man kommuniziert, man konnte wöchentlich oder täglich kommunizieren. Mittlerweile ist es das Problem, dass viele in der Kirche sind, die auch aus anderen Gründen, ja, wie soll ich sagen, es gibt ja nicht nur eben das sechste Gebot, ja, sondern es gibt ja auch andere Gebote. Es gibt Hassstreit, was ich bei Erbschaftsstreitereien oft mitbekomme. Es gibt Gier und Geiz und die Leute sitzen in der Kirche ungebeichtet und laufen dann alle zur Kommunion. Und dann ist eben dieses Problem, dass gerade die, die eben jetzt nach einer Scheidung, einer sakramentalen Ehe, wieder verheiratet oder in irgendeinem irregulären Zustand sind, über die spricht die Kirche oder die Kirche macht den Eindruck, als würde sie nur diesen eben jetzt die Heilige Kommunion verbieten. Ja, also das mit hinausgehen und so wie alle eben dann vorne hinkommen. Dazu kommt eine sehr dünne Theologie der Eucharistie, die sich entwickelt hat, ein Miteinander kommunizieren, Brötchen essen, und da kommt ein gewisser Jesus auch noch vor, an den wir denken, das überhaupt nicht dem katholischen Verständnis der Realpräsenz entspricht. Hier kommen ganz, ganz viele, viele, viele Themen zusammen, die sich zu dieser giftigen Mischung verbunden haben, als wäre jetzt eben, als würden nur die irregulär Verheirateten eben jetzt von der Heiligen Kommunion, nicht zur Heiligen Kommunion gehen sollen. Ja. Und wenn man sich Amoris Laetitia die Fußnote genau anschaut, dann steht dort drinnen, dass jenen in irregulären Situationen geholfen werden soll, auch mit Hilfe der Sakramente. Dort ist von der Heiligen Kommunion keine Rede. Es gibt auch das Sakrament der Beichte. Und so wie ich den Papst eben jetzt verstehe, ist vor allem das Thema, dass die Beichte eben jetzt, wie soll ich sagen, eine theologische Weitung oder Öffnung braucht, eine medizinale Öffnung, dass eben jetzt auch, wenn man in einem irregulären Zustand ist, man dann eben beichten kann, Sünden wie zum Beispiel Abtreibung und so weiter. Also das ist jetzt wieder ein anderes Thema, in das ich da reinkomme, aber das Thema ist sehr komplex. Es mögen alle wissen, ja, und wenn diese Frau hier um Vergebung der Sünde jetzt eben bittet, dann ist sie genau in dieser Situation, wie wir es im Lukas-Evangelium haben, wo der Pharisäer vorgeht im Tempel und sagt, ich bin so toll, und der Zöllner bleibt hinten stehen und sagt, ich bin Sünder, ich brauche Vergebung. Der geht nicht vor, ja, sondern der bleibt hinten stehen, ja, und sagt, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt was? Er sagt nicht der Pharisäer, sondern er sagt, dieser, also der Zöllner, der Sünder, ging gerechtfertigt weg. Rechtfertigung ist nicht eine Sache des Rausgehens zur Kommunion und des Tuns, was alle anderen tun, sondern Rechtfertigung ist etwas, das in deiner inneren Einstellung, in deiner Herzenseinstellung jetzt eben beginnt. Und es würde uns allesamt in der Kirche gut tun, wenn wir diese Dimension, ich bin vor Gott immer unwürdig, ich bin ein Sünder und meine Rechtsein vor Gott in diesem Zustand, in dem ich bin, wo eine Ehe gebrochen ist, die ich ursprünglich wollte, aber es ist schiefgegangen, in diesem Zustand halte ich mich jetzt eben Jesus einfach hin. Ja, ich kann jetzt vielleicht nicht vorgehen zur Kommunion, aber ich weiß, dass du mich genau deshalb liebst, weil ich dir jetzt sage, ich liebe dich, auch wenn meinem Leben etwas schiefgegangen ist. Pater Karl, ein wunderbares Schlusswort für diese Sendung. Ich bitte dich noch um ein Gebet und den Segen. Also ich möchte für die vielen beten. Ich bin sicher, dass da viele dabei sind, die in einer guten Ehe, die Herausforderungen stellt, leben. Ich möchte genauso für die beten, bei denen es Brüche gegeben hat. Und ich möchte vor allem für die jungen Leute beten, die überhaupt kein Ideal mehr haben einer dauerhaften Partnerschaft, weil ihnen in der Welt dauernd eingeredet wird, mach eine Beziehung irgendwie, irgendwann. Die brauchen am allermeisten unser Gebet, die jungen Leute,
dass sie in gute Partnerschaften, in gute, stabile Ehen kommen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch und stärke euch in der Liebe, in der Treue, in der Hingabe der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihre Zuschriften, für das Einschalten, dabei sein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria Frieden für die ganze Welt.